Hey, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen in meinem Stadtpark. Heute mal ein Video draußen, bei dem es darum gehen wird, dass ich dir Dinge an die Hand geben möchte, die du noch in diesem Jahr, in 2022, ausmisten kannst. Vor dem Video ein kleines Versprechen. Es wird sich nicht um Hygieneartikel, Badartikel, Küchenartikel handeln, sondern ich möchte dir ja ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die man vielleicht bei diesem Video nicht unbedingt erwartet. Lass uns anfangen nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir beginnen, ich finde das eigentlich sehr schön, Videos in der Natur zu drehen. Wenn dir das auch gefällt, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du aber sagst, nee, Luke, komm, lass den Quatsch, geh nach Hause, dann ist das auch okay. Würde mich einfach mal sehr interessieren. Also, lass uns anfangen. Der erste Punkt, da möchte ich gar nicht so tief drauf eingehen, sondern ich möchte dir einfach ein paar Denkansätze geben, die du dann sozusagen nach diesem Video mitnehmen kannst und für dich selbst auf dein eigenes Leben beziehen und reflektieren kannst. Der erste Punkt lautet nämlich negative Energien, die du ausmisten kannst. Technik am Morgen beispielsweise senkt deine Energie. Morgens rauszugehen, frische Luft zu atmen, Sonnenlicht zu sehen, Wasser zu trinken, gibt dir Energie. Junkfood, hochverarbeitete Lebensmittel, senken deine Energie. Naturbelassene, vitalstoffreiche Lebensmittel erhöhen deine Energie. Nur sitzen den ganzen Tag und abends 30 Minuten Sport machen, senkt deine Energie. Den ganzen Tag aktiv sein, viel bewegen, erhöht deine Energie. Fake-Welten, beispielsweise von Influencern auf Instagram, die einfach nur das schöne Leben darstellen, Pornos, senkt deine Energie. Aber mit deinem Partner oder deiner Partnerin einen wunderschönen Moment zu gestalten im echten Leben, erhöht deine Energie. Viel draußen sein in der frischen Luft, erhöht deine Energie. Drin zu sein, senkt deine Energie. Und als letzten Punkt, Menschen um dich herum zu haben, die negativ sind, pessimistisch sind, die nicht an das glauben, was du erreichen möchtest, senken deine Energie. Aber Menschen zu haben, die uplifting sind, immer happy, die Gas geben, was auch immer das bedeutet, erhöhen deine Energie. Und ich würde mir total wünschen, wenn du einfach diese Punkte für dich mitnimmst nach dem Video und schaust, was trifft vielleicht auf dich zu und was vielleicht auch eher nicht. Der zweite Punkt, und der passt ebenfalls in dieses Video, und zwar Nussmus. Du weißt ja mit Sicherheit, wenn du mir auf Instagram folgst, dann spreche ich ja sehr, sehr viel über Ernährung. Und ich persönlich rate mittlerweile jedem, nachdem ich mich selbst auch erst damit befasst habe, die herkömmlichen Nussmusse immer weiter zu reduzieren. Und das sage ich im Übrigen als jemand, der für Koro und Gewana und so weiter, der ein Partner von denen ist, die alle Nussmusse herstellen. Warum? Wir gehen nicht zu sehr ins Detail. Ich werde dir unten ein paar Artikel verlinken. Dort kannst du dich weiter informieren. Aber es geht dabei um sogenannte AGEs, Advanced Glycemic End Products. Das sind eben Stoffe, die entstehen, wenn wir Lebensmittel erhitzen, die sehr protein- und fetthaltig zugleich sind. Und ein Großteil der tierischen Lebensmittel, insbesondere sowas wie Geflügel und Fleisch, wenn das sehr stark erhitzt wird, entstehen eben sehr viele AGEs. Was ist daran so schlimm? Man hat herausgefunden, dass Menschen, die eben an neuronalen Erkrankungen leiden, Alzheimer, Demenz, aber auch grauen Star bekommen, also alles, was sich hier oben abspielt, dass diese in der Regel sehr hohe Konzentrationen von AGEs enthalten. Und Nüsse fallen hier leider auch rein, da Nüsse fett und gleichzeitig proteinlastig sind und alle herkömmlichen Nussmusse, die du kennst, aus gerösteten Nüssen entstehen. Was jetzt die Lösung des Ganzen? Wir sind gerade dabei, einen Großteil unserer Nussmusse auszumisten, das heißt natürlich essen, klar, und eben auf Rohkost-Nussmusse umzusteigen. Es gibt ganz, ganz tolle bei Sunday. Es gibt aber auch ein tolles Mandelmus von Urs Hochstrasser. Ich verlinke dir einfach ein paar unten. Die sind ein bisschen teurer, aber meine Devise ist dann lieber ein bisschen weniger essen. Dafür aber ein richtig cleanes, gesundes, leckeres Nussmus in Rohkostqualität zu haben, was dann eben, wenn man einfach ein bisschen weniger isst, genauso hält und die anderen nach und nach verbrauchen. Kann ich gerne nochmal ein extra Video zu machen, wenn dich das interessiert. Der dritte Punkt, Bücher. Vielleicht ein bisschen standardmäßig. Klar, wenn man zu viele Bücher hat, sollte man die aussortieren. Ich habe auch immer noch Bücher zu Hause. Ich liebe Bücher. Ich finde, es gibt ganz, ganz tolle Nachschlagwerke, die man immer da haben sollte. Hat er jetzt nicht gebracht, sein eigenes Buch an der Stelle zeigen. Aber ich habe, hier geht es eigentlich eher um die Lösung bzw. die Alternative dazu. Und zwar, wie kann man das Ganze, also ein Wissen digital einreichern? Und ich habe ja schon ganz, ganz viele Sachen vorgestellt von Apps und Podcasts und so weiter. Aber eine andere Mega-Alternative ist Skillshare. Ich weiß nicht, ob du Skillshare kennst. Kommt eigentlich aus dem amerikanischen Raum.
Und Skillshare ist eine Lernplattform, eine Online-Lernplattform, wo eben Menschen wie du und ich, aber auch Profis, Semi-Profis, ihre Skills sharen, also ihr Wissen weitervermitteln sozusagen. Und ich habe damals damit angefangen, weil ich mich mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe. Ich habe dort einen Kurs gemacht und auf diesem Kurs basiert eigentlich mein gehaltvoll YouTube-Kanal, weil der mir sozusagen den Denkanstoß gegeben hat, das Wissen gegeben hat, mich mit dem Thema Finanzen, Aktien, ETF und so weiter weiter zu befassen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Plattform, weil du kannst das nach deinem Tempo machen. Du kannst ganz, ganz viele Kurse auswählen. Es gibt auch immer mehr im deutschsprachigen Raum. Ich habe beispielsweise jetzt einen ganz tollen Fotografiekurs gemacht. Den werde ich dir auch unten verlinken. Da siehst du, ja, da lernst du einfach, wie du mit dem Handy toll fotografierst. Also wenn du meine Instagram-Bilder kennst, ein Großteil davon, ja, habe ich halt auch dadurch gelernt, also im Porträtmodus, wie du die ganz, wie es mit Licht und so weiter handelst. Das ist ja mit dem Handy auf der einen Seite einfach, weil es eine Software gibt, oder auf der anderen Seite ein bisschen schwerer, aber darum soll es auch nicht gehen. Es soll einfach eher darum gehen, dass Skillshare eine tolle Möglichkeit ist, eben nicht mehr Bücher weiter anzuhäufen und anzuhäufen und eben mehr nach Hause zu bringen, sondern das Ganze eben sozusagen ins Digitale zu verfrachten und ist, wie ich finde, eine mega, mega tolle Plattform. Ich habe dir die auch unten verlinkt und würde mich freuen, wenn du dort mal vorbeischaust. Mit Sicherheit werde ich da in naher Zukunft auch einen Kurs anbieten. Der letzte Punkt ist der Darm. Was meine ich mit dem Darm? Und zwar, der Darm ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge, die wir in unserem Körper haben für die gesamte Gesundheit. Leider haben sich allerdings über die Jahre, vielleicht auch nicht, aber bei den meisten von uns, hat einfach sehr, sehr viel abgebildet durch das, was wir eben essen, zu uns nehmen. Also ich sag mal Toxine halt. Ne? Das ist normal, das hat jeder in uns drin. Wir alle haben Parasiten, Bakterien, bla bla bla. Aber wir können unseren Darm eben reinigen. Und ich kann dir damit, und ich das ist wirklich was, eigentlich muss ich das noch doch viel stärker pushen. Ich würde das jedem und insbesondere auch dir empfehlen, deinen Darm auf irgendeine Weise mal auszumisten und zu reinigen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das geht mit Einläufen, ist vielleicht nicht was für jeden. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Da steckst du ja einen Schlauch in den Hintern, lässt Wasser reinlaufen. Wasser muss halt klar sein. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, welches mit Schwermetallen belastet ist. Du kannst es aber auch mit Bittersalz machen. Dann nimmst du das, dann musst du auf Klo. Aber einfach mal den Darm zu reinigen, zu entlasten. Ganz toll ist auch eine Saftfastenkur. Sich einfach mal eine Woche Zeit zu nehmen von allem. Und wirklich nur auf dich, auf die Reinigung deines Körpers, deines Darms zu konzentrieren. Ich kann dir sagen, danach, du wirst schneller Muskeln aufbauen, dich schneller erholen. Du wirst die Sachen besser verdauen. Das ist etwas, das hat so einen langfristigen Effekt, dass ich jedem raten würde, noch in 2022, ich werde es allerdings erst im Januar machen, da bin ich ehrlich, seinen Darm auszumisten und aufzuräumen. Und das war's fürs heutige Video. Ich finde es wie immer ganz, ganz toll, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Wie gesagt, lass mich gerne wissen, ob du gerne mehr Videos in der Natur hättest. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Mach's gut und ich wünsche noch eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Du. Okay, hey now, it's a new kid on the playground. So many bags on me, you would have thought I was a spray ground. Now they know I don't play around. I can hear what you're saying now. I just doubled up my flight miles. Coast, no, they ain't in town. I get rich, watch, then I get a sick watch. Watch me hit the top, I might make a TikTok. Left hand, right hand. Catch the latest trend, I might double up my network. I've been going up now, see.